Also, grüßt euch zusammen. Ich bin der Domi von Lecomio. Und heute in dem Video geht es darum, dass ich einen Koffer bestellt habe für die Gitarre. Den würde ich ganz gerne mit euch zusammen aufmachen, auspacken und dann mal anschauen, wie die Gitarre reinpasst, wie es im Allgemeinen so passt. Natürlich auch, ob er gut ausschaut. Und genau, ob er was ist für seinen Preis. Ja, der Hintergrund für einen neuen Koffer. Das ist doch ein bisschen eine ältere Gitarre, entsprechend ist auch der Koffer ein bisschen älter. Nachdem ich irgendwo den Wert natürlich auch von dem Koffer halten will und den nicht kaputt schlagen will bei Auftritten, beim Umräumen, Einräumen, Ausräumen vom Hänger, wollte ich einen neuen Koffer, dass der einfach geschützt und geschont einfach zu Hause bleibt oder bleiben kann. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich rein aus optischen Gründen für einen entschieden. Es ist nicht irgendwie so, dass ich jetzt massiv geschaut habe, wo ist der qualitativ hochwertigste oder der massivste Koffer. Ich mag die Les Paul-Style-Koffer sehr gern, weil sie doch relativ schlank sind, wie man sieht, und auch entsprechend ein bisschen leichter als andere Koffer. Die Gitarren sind schon schwer genug da drin. So, ich schneide den Karton mal auf. Mit passendem Beat von unserem Proberaumnachbar. Du kürzt das zusammen, oder? Da hat keiner Bock, das ewig anzuschauen, wie ich den Scheiß aufmache, oder? Es wäre praktisch, wenn der Griff schon mal, das ist schon mal tatsächlich gleich mal eine Kritik, es wäre praktisch, wenn der Griff jetzt hier wäre. Aber ich sehe gerade, ich habe ihn auch falsch schon aufgemacht. Das könnten wir jetzt vielleicht wegschneiden, oder? Hier nun der besagte Koffer. Ich habe mich bewusst für einen Tweed-Koffer entschieden. Fand ich schon immer irgendwie cool. Die einen werden sagen, ah, ein Fender-Koffer. Nee, ist es nicht. Es ist ein Les Paul-Style-Tweed-Koffer. Wie gesagt, mir gefällt der Style, aber ist natürlich jedem seine Sache. Der Koffer selber kostet 79 Euro. Finde ich einen wahnsinnig fairen Preis für den Koffer. Aufzumachen ist er mit 5 Schnallen. Beziehungsweise zuzumachen. Die außenrum verteilt sind wie bei den meisten anderen Koffern auch. Ein Schloss hat er mit dabei zum Abschließen. Schau mal rein. Er ist innen schwarz und er ist auch gut gepolstert. Tatsächlich ist er echt gut gepolstert. Jetzt legen wir mal die Gitarre rein. Ich schätze, bei den ersten Malen geht es ja immer ein bisschen strenger. Ein bisschen Presser rein, bis sich das mal alles so ein bisschen eindrückt, da wo es eingedrückt sein soll. Also soweit sieht es tatsächlich richtig gut aus, so wie ich das jetzt beurteilen kann. Sieht da richtig schön fest und gut drin. Ich habe noch eine Angewohnheit, vielleicht hat der ein oder andere das von euch auch, ich erzähle euch da bestimmt keinen neuen Trick, aber ich mache es gern so, dass ich meine Gitarrengurte zusammenroll und die dann versuche hier in quasi diesen Cutaway mit reinzudrücken. Natürlich nicht mit den Schnallen vorne dort, dass ich einen Lack verkratze oder so. Also in diesem Stil mache ich das immer und das finde ich tatsächlich ein Kriterium, ob ein Koffer da noch ein bisschen Platz hat, dass ich das machen kann. Weil sonst schmeißt man immer den Gurt irgendwie so quer über die Gitarre und dann verrutscht er doch ein bisschen und dann zieht man sich Kratzer in die Gitarre. Das muss nicht unbedingt sein. Soweit schaut es sehr gut aus. Sie ist, glaube ich, sehr gut und sehr schön fest drin. Auch nicht zu fest. Zu geht es auch. Sehr gut. Es ist nicht irgendwie so, dass man wahnsinnig Druck braucht, dass der Koffer zugeht. Und genau, ich denke, der wird sie gut aufgehoben sein.